Herzlich willkommen zur Viertelstunde Impuls und Orgelmusik am Freitagmittag zur Marktzeit. Wir sind in unserer Reihe zum Kölner Heiligen Himmel und ich habe jetzt mal geforscht. Also ich könnte mindestens das ganze Jahr noch voll machen. Da sind also genügend noch dargestellt auf dem berühmten Kölner Heiligen Himmel, der in St. Gerion hängt. Aber wenn wir dann auch die heiligen Listen der Kölner durchgehen, dann finden wir auch noch jede Menge. Heute geht es aber um einen wirklich großen Heiligen, einen internationalen, bedeutenden Mann, nämlich niemand anderes als den großen Dominikaner und Gelehrten Meister Eckhart. Herzlich willkommen. Willkommen zur Viertelstunde. Heute geht es um den Meister Eckhart. Der stammte aus Hochheim und damit ist wahrscheinlich ein Ort in der Nähe von Gotha gemeint. Seine Eltern gehörten dem niederen Adel an. Seine Geburt wird um 1260 datiert. Sein Heimatkloster ist der Dominikanerkonvent in Erfurt, der 1229 gegründet wurde. Und dort hat er auch seine Grundausbildung erfahren. Dann kam die Priesterweihe und dann kam normalerweise die fünfjährige Weiterbildung und die wird er vermutlich hier in Köln beim Generalstudium der Dominikaner absolviert haben. Vielleicht war das auch in Paris, aber ich behaupte, es war in Köln. In Paris wurde er dann zum Lektor für die Sentenzen des Petrus Lombardus. Und dort haben wir dann auch wirklich das erste verbürgte Datum seines Lebens, da er an Ostern 1294 als Sentenzenlektor die Festpredigt hielt. Und nach dem Pariser Baccalaureat kehrte er dann nach Erfurt zurück. Hier entstand sein erster auf Deutsch geschriebener Traktat, die Reden der Unterweisung. In dieser Zeit war Meister Eckhart Prior des Erfurter Konvents, Vikar der Ordensprovinz, also Stellvertreter des Provinzials und verantwortlich für die Ordnung und das geistliche Leben in den Klöstern. Also man merkte, der Mann machte langsam nicht nur wissenschaftlich, sondern auch im Ordensleben Karriere. 1302 kehrte er dann nach Paris zurück, erwarb dort das theologische Doktorat. Für ein Jahr übernahm er dort auch den Lehrstuhl, der für die Nicht-Franzosen reserviert war. Das ist also wahrscheinlich der Lehrstuhl, den vorher Albert der Große innehatte. Seine Aufgabe als Magister actu regens war vor allen Dingen die Auslegung der Heiligen Schrift. Er wohnte in dieser Zeit im Dominikanerkonvent Saint-Jacques. 1303 dann, natürlich alles zu Fuß, sehr klar, kam er zurück nach Deutschland. Der Orden hatte beschlossen, die deutsche Ordensprovinz Teutonia, die immer größer wurde, zu teilen und eine neue Provinz Saxonia zu gründen. Die umfasste damals schon 47 Konvente und reichte von Holland bis nach Mecklenburg. Meister Eckhart wurde ihr erster Provinzial. Klammer auf. Im kommenden Jahr werden die Dominikaner ihre Ordensprovinzen Teutonia und Österreich zusammenlegen. So ändern sich die Zeiten. Der Amtssitz von Meister Eckhart war der Erfurter Konvent. Und in dieser Zeit war Eckhart ständig zu Fuß unterwegs, um die einzelnen Klöster zu besuchen. 1301 wurde er dann zum Provinzial der Teutonia gewählt, aber das Generalkapitel des Ordens entband ihn dann von beiden Ämtern und schickte ihn ein zweites Mal nach Paris als Lehrstuhlinhaber. Und dort lehrte er dann auch von 1311 bis 1313. Als er nach Deutschland zurückkehrte, wurde er nach Straßburg entsandt und
dann musste er nicht mehr diese riesige Aufgabe des Provinzials für zwei Provinzen erfüllen, sondern er bekam die Oberaufsicht über die süddeutschen Frauenklöster des Ordens. Ob das einfacher gewesen ist, weiß ich nicht. 1323 oder 24 wurde er dann an das Generalstudium von Köln berufen. Sowohl in Straßburg als auch in Köln hatte Meister Eckhart Predigten auf Deutsch gehalten und er entwickelte dabei seine Gedankengänge zu hochkomplexen theologischen Fragen, die wirklich nicht immer einfach zu verstehen sind. Man hat ihm dann auch den Vorwurf gemacht, du sprichst doch zu Ungebildeten, wie kannst du so kompliziert reden? Und daraufhin hat er geantwortet, ich zitiere, mir genügt es, dass in mir und in Gott wahr sei, was ich spreche und schreibe. Man wird auch sagen, dass man solche Lehren nicht für Ungelehrte sprechen und schreiben sollte. Dazu erkläre ich, soll man nicht ungelehrte Leute lehren, so wird nie jemand mit Lehre bedacht. Und so kann niemand lehren oder schreiben. Denn darum lehrt man doch die Ungelehrten, dass sie aus Ungelehrten zu Gelehrten werden. Ist aber jemand, der diese Worte nicht richtig versteht, was kann der Mensch dafür, der dieses richtige Wort in richtiger Weise äußert? Ein interessanter pädagogisch-didaktischer Ansatz. Innerhalb des Kölner Konvents wurde Meister Eckhart dann aber von Mitbrüdern denunziert und sogar der Häresie beschuldigt. Der päpstliche Visitator Nikolaus von Straßburg untersuchte diese Anschuldigungen, sprach ihn dann aber von allen Vorwürfen frei. Die Gegner aber ließen nicht locker und denunzierten ihn 1326 beim Kölner Erzbischof Heinrich II. Von Firneburg. Und dieser eröffnete einen Inquisitionsprozess. Das erste Mal übrigens gegen einen Theologen. Dann wurden alle möglichen Zitate von ihm gesammelt, also Listen mit heretisch ausgelegten Einzelaussagen Meister Eckharts wurden verfertigt. Und Meister Eckhart fing das alles so sehr an, dass er am 24. Januar 1317 an den Papst in Avignon appellierte, dass der Prozess in Köln verschleppt würde. Er reiste dann sogar selbst nach Avignon, wo er dann auch 1328 starb. In der Bulle in Agro Dominico wurde dann ein Jahr später 28 Sätze als heretisch oder Häresie verdächtig verurteilt. Aber am Ende der Bulle steht dann vermerkt, Eckhart habe am Ende seines Lebens die verurteilten Sätze widerrufen. Das sind schon heftige Zeiten gewesen. Ich möchte vielleicht seine Denkweise an einem Beispiel vor Augen führen. Eine Predigt, die er hier in Köln gehalten hat, bei den Zisterzienserinnen im Mariengarten, also da an der Burgmauer, steht nicht mehr das Kloster, aber da, wo ich wohne, da hat er gepredigt. In dieser Predigt führt er aus, dass wir von Gott stammen, aber wiederum in uns Gott geboren wird. Ich zitiere, als der Vater alle Kreaturen gebar, da gebar er mich. Und ich floss aus mit allen Kreaturen und blieb doch drinnen in dem Vater. Aber so wie der Vater sich in uns als Sohn gebärt, so gebären wir den Vater. Ich zitiere nochmal. Also, gleichsam so, wie wenn einer vor einem hohen Berge stünde und riefe, bist du da? So würde der Widerhall zurückrufen, bist du da? Und riefe er, komm heraus. Der Widerhall riefe auch, komm heraus. Das war ein schönes Bild.
Also Meister Eckhart will natürlich die innige Verbindung zwischen Gott und dem Menschen beschreiben, wie Ruf und Echo. Dass sozusagen ein unmittelbares Aufeinander zu ist. Und er sagt dann, je reiner und je leerer und je demütiger ein Mensch ist, so näher kommt ihm Gott. Nochmal ein Zitat. Wenn sich der Mensch demütigt, kann Gott in seiner eigenen Größe sich nicht enthalten, sich in den demütigen Menschen zu senken und zu gießen, und dem Allergeringsten teilt er sich am allermeisten mit und gibt sich ihm völlig. Diese Beziehung ist unverbrüchlich. Er wähnt, Gott zu entfliehen und läuft ihm in den Schoß. Gott gebiert seinen eigenen Sohn in dir, es sei dir lieb oder leid, ob du schläfst oder wachst. Eine Kommission des Dominikanerordens nannte 1992 Meister Eckhart dann einen Homo Doctus und Sanctus, einen gelehrten und heiligen Mann. Herzliche Einladung, nächste Woche geht es weiter. Ich habe gar nicht im Kopf, mit welchem Heiligen, aber es wird ein toller Heiliger sein. Und jetzt lade ich noch ganz herzlich ein zu einem kleinen Gebet. Gütiger Gott, wir danken dir für diese Viertelstunde mit dir und miteinander. Und wir bitten dich, bleibe mit uns auf dem Weg. Und so rufen wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Segen Gottes sei mit uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.